Das verwirrt mich. Warum läuft man nicht mit WASD? Oh, die kommt von der Decke! Oh mein Gott, das ist ekelhaft. Oh mein Gott, sind hier viele. Geht die vor ihnen. Die eine macht die ekligste Zeit bei mir. Geh weg. Ah, da ist ein komischer Wolf. Gut, das ganze Blut fällt runter. Sollen wir die Schuhe nehmen? Was meint ihr? Gibt's hier eine Kommode? Nee, ne? Ah, dafür brauchen wir noch diese komischen Goldbarren. Ich biete Scharfes, Stumpfes, Finsteres. Ja, nur her damit. Schmeiß ich mal alles weg. Kann ich das irgendwie positionieren anders? Nee, ne? Okay, dann gehen wir mal zu Donan und bringen dem mal das gereinigte Quecksilber. Das wir anscheinend gerade von der Hexe bekommen haben. Das hat sie in ihrer Tasche gehabt. Schick dir mal einen richtig tollen Ventilator für wenig Geld. Also den Link dafür. Ja, mach das mal. Also ich habe das halt echt überlegt, ob ich... Weil die Sache ist, ich habe ja das schon erzählt, dass ich im Schlafzimmer mein Fenster aufmachen kann und das weht dann komplett einmal durch meine Wohnung, durch den Flur, raus auf den Balkon. Aber hier zum Beispiel in mein Wohnzimmer kommt absolut keine Luft. Und wenn man natürlich hier sitzt und mit einem PC, dann wird das auf Dauer sehr, sehr heiß. Und darum ist das schon eigentlich ganz geil, wenn man hier vielleicht so ein bisschen was hätte, was so ein bisschen die Luft durchwirbelt. Wenn ihr in den letzten 3 Sekunden keinen Schaden erlitten habt, erhalten eure Diener 15% Angriffsgeschwindigkeit. Wenn ihr über mindestens 7 Diener verfügt, verdoppelt sich dieser Bonus. Knöcherne Essenz für eure Knochenfertigkeit verursacht 1% mehr Schaden für jeden Essenspunkt über 50, den ihr beim Wirken besitzt. Ne, das mache ich nicht. Radmaßkraft für euer maximale Leben um 10%, wenn ihr 15 Sekunden lang gesund gewesen seid, überwältigt eure nächste Blutfertigkeit. Schattenschaden infiziert Gegner 2 Sekunden lang mit Schattenseuche. Naja, das habe ich nicht so. Da habe ich nur A. Ich glaube, ich setze weiter auf die Krieger. Darum nehme ich das, glaube ich. Und wenn wir jetzt bei Donan sind, da gehe ich einmal kurz pullern, weil ich muss aufs Klo. Das hören wir uns noch an und dann... Ihr seid zurück. Legt das gesäuberte Quecksilber in die Schüssel auf den Tisch. Wo? Welcher Tisch? Hier? Wo? Stellt die Fiole mit dem gereinigten Quecksilber auf den Tisch. Auf welchen? Hier sind viele Tische. Hä? Auf welchen Tisch? Nicht, solange ich in der Stadt bin. Nicht, solange ich in der Stadt bin. Hä? Ich kann nichts anklicken. Mit dem Gereinigten. Ist es denn schon gereinigt? Stellt die Fiole mit dem Gereinigten... Quecksilber auf den Tisch. Welchen Tisch? Ich kann nichts anklicken. Nicht, solange ich in der Stadt bin. Aber habe ich dann jetzt das Gereinigte? Hä?
Bin ich irgendwie blöd oder so? Auf welchem Tisch? Will das Spiel mich veräppeln? Oder habe ich noch nicht die Fiole mit dem gereinigten Zeus? Weil ich habe das tatsächlich auch hier nicht im Inventar, glaube ich. Müsste doch eigentlich hier irgendwo drin sein, oder? Er hat mich zurückgeportet, ja. Hängt das damit zusammen? Dass man dann die Items verliert? Das wäre ja übelst dumm. Ach, scheiße! No, warum? Ach, Scheibenkleister. Es liegt am Wetter, es ist einfach zu warm, Leute. Verdammt! Aber ich habe doch eigentlich alles aufgehoben, oder? Also, da war doch nichts mehr. Ist bei der Quest so, die ist eben gedroppt. Aber sonst konnte man das doch immer zurückporten. Warum bei der Quest nicht? Ist das ein Fehler? Ich dachte schon, hä? Ich kann die Fiole da nirgendwo hinstellen. Muss ich die erst noch herstellen? Muss ich da das Quecksilber irgendwie noch veredeln oder sonstiges? Mega verwirrend. Aus dem Weg! Shit, ich habe mich verlaufen. Ich weiß nicht mehr, wo ich lang muss. So. Aber danke, ey, für den Tipp. Vielen lieben Dank, Dr. Andy. Dr. Andy. Oder sagt man Andy? Typisch Andy. Typisch Andy. 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 Hab ich damals nie geguckt. Also ich wäre wahrscheinlich irgendwann drauf gekommen, dass ich die Fiole da irgendwo habe liegen gelassen. Alleine, weil ich schon auf die Karte dann geguckt hätte. Aber das ist natürlich richtig dusselig, ne? Dass die dann da anscheinend droppt. Okay, jetzt packe ich das da rein und dann gehe ich pullern. Boah, der Golem kam da aus dem Ding. Sprich mit Thaisa. Ich habe Walter getroffen. Und wie geht es? Walter aus dem Frauenknast. Oh, das war die Schwester. Über eure Freundschaft. Ah, nee. Elias überzeugte sie, sich ihm anzuschließen. Das kann nicht sein. Sie hätte es besser gewusst und Elias nicht vertraut. Nicht Elias hat sie verführt, sondern Lilith. Sie fand ihre Ideale überzeugend. Vertha war meine Lehrerin. Sie leitete mich an, als ich in den Dienst eintrat. Das ist... Schwer zu glauben. Ich weiß. Ich habe gesehen, wie meine Verbündeten sich Lilith angeschlossen haben. Menschen, von denen ich dachte, sie seien stärker. Aber deshalb müssen wir weitermachen und den Stein reparieren. Damit niemand mehr auf ihre Seite. Ist aber auch so ein bisschen wie Infinity War, oder? Von das Quecksilber. Von Avengers mit diesen Steinen. Den Topf. Vermischt das Quecksilber mit anderen Flüssigkeiten.
Bitte. Dreht das Rad zweimal? Rad, zweimal. Oder war es dreimal? Dreht noch einmal. Okay. Was vergesse ich gerade? Den Schwefel. Zermalt ihn im Mörser. So, und jetzt? Ey, wie einfach meine Gang immer hier steht. Sha shall you kill him. Sha shall you kill him. Sha shall you kill him. Funktioniert's wieder? Nein, es funktioniert nicht. Donan ist wütend, glaube ich. Sprecht draußen mit mir. Okay. Wir sind draußen mit dir. Das ist schon draußen in der Türschwelle. Er ist der Aufgabe nicht gewachsen. Was können wir tun? Ich vermute, er traut sich selbst nicht mehr. Wir können nicht all seine Zweifel ausräumen. Doch was ihm aktuell Kummer bereitet, sein Sohn, da gibt es einen Weg. Er wird ihm aber nicht gefallen. Wozu wollt ihr ihm helfen? Ihr könntet uns einfach unseren Schicksalen überlassen. Jeder braucht eine Erinnerung daran, dann und wann, dass man Gefahren besiegen kann. Man muss es nur versuchen. Okay. Horadrim, kommt her. Was? Wieso? Ich möchte euch etwas zeigen. Eine alte Stelle der Macht im Sumpf. Ich glaube, das würde euch gut tun. Rufen die den Sohn jetzt wieder zurück von den Geistern? Weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob es so gewollt. Also bisher ist mir das noch nicht aufgefallen, dass man die Items nicht mitnehmen kann. Aber wer weiß. So, ihr Lieben, ich gehe einmal kurz pullern. Dann haben wir noch ein Stündchen fast Zeit, dass ich spielen kann. Ich schicke euch einmal kurz in die Pause. Bin gleich auf jeden Fall wieder für euch zurück. Holt euch gerne was zu essen, was zu trinken, was zu snacken. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es hier weitergeht mit Diablo. Bin gespannt, was wir da jetzt gleich im Sumpf finden. Tschüss. So. I'm back. Die Katzen lagen draußen im Sonnenschein. Die sind richtig warm von der Sonne. Da muss man echt aufpassen, dass die sich keinen Sonnenbrand holen. Die kleinen Kätzchen. Baby, danke schön. Selber Baby. Hier funktioniert mein Controller jetzt nicht. Warum höre ich jetzt nichts? Hört ihr noch was? Ist das runtergedreht? Ich hab's runtergedreht. Cool. So, wo muss ich jetzt hin? Oha, ganz weit. Zum Ort der großen okkulten Macht für die Hexen von Havizar. Ist aber auch schon wieder echt ein weiter Weg, oder? Was macht der hier eigentlich nachts? Pflückt der hier Bären oder was? Die Kühe sehen auch geil aus. Mutter, es tut mir leid, dass ich einfach verschwunden bin, nachdem ich diese schlimmen Dinge gesagt habe. Ich weiß, dass es furchtbar war, mich vor deinen Augen sterben zu sehen. Also suchte ich Hilfe in den Sümpfen von Havetza. Du hattest recht, man konnte nichts mehr tun, aber ich musste es versuchen. Bitte hasse mich nicht dafür. Mephi. Oder Mephi? Was weiß ich. Lol, hat mein Golem es gerade nicht über die Brücke geschafft? Oder was war da los? Nee, der Bär!
Gerci Berli. Aber eigentlich muss man sagen, ist dieser Totenbeschwörer auch so ein bisschen wie Magier, ne? Du spielst ja auch relativ viel auf Fernkampf. Ist eigentlich auch schon eine Form der Magie, finde ich. Und halt auch so ein bisschen Nahkampf durch die Skelette. Oh, was hier passiert? Was ist das? Der Käfig der Trauer begleitet. Ah, ne. Was ist das gewesen? Oh nee, ist das hier oben schon wieder irgendwie sowas? Essenzen sammeln? Das mache ich jetzt nicht. Kann ich das wieder wegschmeißen, dass ich das gar nicht machen muss? Schwere Handschuhe haben wir bekommen. Für Sachen. Was ist das? Die nächste Kernfertigkeit verursacht 14% mehr Schaden. Eure Diener verfügen über erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. Ah, das sind meine Buffs sozusagen. Okay, sehr cool. Ort. Es bleibt nichts für mich zu tun. Seht ihr das nicht? Lasst mich zurück. Zurück? Komm jetzt mit, Mann. Zurück wohin? Warum keucht er jetzt so? Ach. Nein, Horadrim. Ihr werdet bei uns bleiben. Es gibt noch mehr zu tun. Ja. Bisschen erinnert mich das ganze Game auch irgendwie so an God of War. Ich weiß auch nicht wieso, aber irgendwie erinnert mich das so ein bisschen dran. Das würde ich auch gerne mal spielen. God of War. Vielleicht spielen wir das zusammen mit Detroit Become Human dann so Ende Juli, August, September. Könnten wir eigentlich schon daddeln. Hätte schon Bock drauf. Okay, jetzt sind wir anscheinend hier in dem Käfig der Trauer und wir sollen jetzt Thaisa und Donen zur Ritualstelle bringen. Das sollte doch für uns kein Problem sein. Ey, aber nicht, dass wir jetzt seinen Sohn wieder beschwören. Beim Licht. Spürt ihr das? Die Magie des Sumpfes ist hier stärker. Thaisa, was tun wir hier? Werther brachte mich an diesen Ort, als ich jünger war. Hier stellt ihr euch euren Dämonen. Sei es Furcht. Oder wir haben Furcht ausgewählt, ne? Wer ist... Nein, nein! Ich habe genug davon. Los, Donen, mach jetzt mit! Was werdet ihr stattdessen tun, hm? Alles im Sumpf hat seinen Preis, Horadrim. Selbst eure Magie. Wenn ihr denkt, eure Logik würde euch helfen, irrt ihr euch. Ich... Wo ist euer Abenteuersinn, hä? Habt ihr ihn in eurer Jugend verloren? Geht hinaus und bietet dem Sumpf eine Opfergabe dar. Einen Ring, eine Halskette, etwas, das euch lieb und teuer ist. Währenddessen wird unsere Freundin hier zwei Dinge auftreiben. Madensekret und gelben Lotus. Nichts leichter als das. Das ist töricht. Aber eine Sache, Thaisa. Ich bin deine fucking Freundin. Muss ich hier jetzt wieder rausgehen, um das zu sammeln? Wo sammle ich das denn?
allen Dingen Sekret der Madenkönigin. Was für eine Madenkönigin, bitte? Aber es führt mich ja wieder rein. Wo muss ich denn da hinlaufen? Aber hier gibt's doch nichts außer das Ding in der Mitte, oder? Ah, okay. Ich muss ja einfach hier oben weiterlaufen. Immer wieder aus dem Boden raus. Der wird da wahrscheinlich gleich sterben. Der hat nicht mehr ganz so viel Energy. Ah, da hinten. Da ist irgendwo diese Made. Oder der Lotus. Aber den habe ich allgemein noch nicht gesehen. Ah, hier ist der Lotus. Okay, den haben wir. Jetzt brauchen wir nur noch das Sekret von der Königin. Ich habe kaum noch Essenz. Ich habe wahrscheinlich nach rechts rumlaufen. Alter, wie der Golem dem einfach eine genatzt hat. Lang wahrscheinlich. Ist ja schon wieder die Suche nach der Nadel hier im Heuhaufen. Die ziehen aber echt immer schnell aggro, muss man sagen, die Skelette. Also die sind ja wirklich 2 Zentimeter daneben und zack, sind sie schon wieder, wollen sie schon wieder kämpfen, wie die Verrückten. Wo ist unsere Madenkönigin? Wo ist sie denn? Aua, nur hin.
aber auch schnell am Rennen, die verschneite junge Pestmade. Die macht vor allen Dingen auch die ganze Zeit immer diese komischen Eisbrocken. Okay, jetzt entweder da links. Ich muss eher links langlaufen, oder? Okay, hier ist Sackgasse. Ah, hier kommen wir doch richtig zum Ziel. Hier, wo die ganzen Ekelmaden sind. Und anscheinend ein Nest. Oh, das ist die Mannkönigin. Freu dich. Keine Chance gegen uns. Easy. Sehr gut. Die haben wir doch 1, 2, 3 Diddledei platt gemacht. Vor allem mit unserem ekligen Blutgolem. Ey, der sieht einfach so verschärft ekelhaft aus. Die erinnert mich einfach so an Sons of the Forest, an die Mutantenrüstung. Das ist einfach der Mutant. Wo ich auch gerne mal sehen würde, wie der andere Golem aussieht. Wir haben ja noch diesen Eisengolem. Aber da haben mir die Effekte nicht ganz so gut gefallen, muss ich sagen. Oh, wir haben andere Handschuhe gekriegt. 2 Ränge für Knochenspeer. Aber Knochenspeer haben wir, glaube ich, nicht, ne? Wie heißt unsere Attacke, die wir haben? Zersetzen. Und Glückstrefferchance ist erhöht. Schade, schade. Wisst ihr, was ich eigentlich hier noch cool finden würde, gut, wenn man beeilt euch. So eine Art Handelsposten hat, wie man auch bei WoW hat, dass wenn du irgendeine Waffe kriegst, die du halt nicht brauchen kannst, die halt für eine bestimmte Klasse ganz wichtig ist, dass man das tauschen kann. Das würde ich irgendwie cool finden. Ja, Chiberti, warum schreibst du guten Morgen? Hast du gerade etwa noch geschlafen? Wünscht sich hier um 12 Streams und schaltet dann erst wieder um 15.17 Uhr rein, oder was? Ach, was? Okay, wir geben die Zutaten mal in den kochenden Topf. Und sprechen mal mit Thaisa. Seht ihr die Feuerschalen? Entzündet jede von ihnen. Dann werden wir den Tee trinken und warten. Halt die Feuerschalen hier um. Okay. Warten, worauf? Dass der Sumpf nach eurer Seele ruft und das, was in euch schwert, wie Gift aus einer Wunde herauszieht. Das werde ich. Keine Sorge. Vater. Jochen. Mein Sohn. Wie ist das möglich? Mein Sohn. Bitte komm zu mir zurück. Komm zurück. Ich hätte dich nicht gehen lassen dürfen. Ich hätte Nein sagen sollen. Ich hätte dich bei mir in Eltheim behalten sollen. Warum hast du mich gehen lassen? Ich weiß nicht. Ich... Deine Augen. Du warst bereit.
musstest gehen. Das musste ich. Wie jetzt auch. Halt! Bitte! Bitte! Vater? Ich bin bereit. Traurig. Er hat jetzt zwar noch mal Abschied nehmen können und sein Sohn geht da jetzt theoretisch in Himmel oder Hölle, aber ist trotzdem scheiße. Ich glaube, das tat ihm jetzt so noch mehr weh als vorher, oder? Voll sad. Und wir haben wieder ein folgendes Portal. Ein Portal? Mephisto. Na dann gehen wir mal rein und besuchen mal unseren Freunden Fuchs, Wolf. Wo ist Mephisto? Hatte ich euch nicht gewarnt, dass die Horadren euch nur aufhalten würden? Ja.